Für viele Flensburger fand das Frühstück heute bei Kerzenschein statt. Ein großflächiger Stromausfall in Flensburg und Umgebung hat viele Bereiche des öffentlichen Lebens lahmgelegt. Ampeln fielen aus, Schulen wurden geschlossen und auch viele Ladenbetreiber mussten sich bis kurz nach neun einen Plan B überlegen. Das war echt anders wie geplant und wir wussten es ja nicht, wie das ja gewesen ist. Ich hatte die Sahnestücke reingestellt und auf einmal war es aus und wir haben alle Schreck bekommen und ja, dann kam der ganze Stress. Im Dunkeln haben wir hier gearbeitet und keine elektrischen Geräte gingen und ja, es lief trotzdem, es muss ja laufen. Grund für den Stromausfall war ein Sturmschaden. Dieser hatte eine 150.000 Volt Leitung in Dänemark beschädigt. Wir haben dann uns erstmal angeguckt, natürlich, was ist die Ursache. Da muss man erstmal gucken, bevor man die Anlagen wieder hochfährt. Wir haben dann eine Gas- und Dampfturbine wieder hochfahren können und haben uns dann auch wieder mit dem dänischen Stromnetz synchronisieren können und konnten dadurch die Versorgung auch wieder Stadtteil für Stadtteil in Flensburg wiederherstellen. Und so gegen 8:45 waren die meisten Stadtteile in Flensburg wieder mit Strom versorgt, sodass die Leute dann vielleicht auch dann ihr verspätetes Frühstück und den Kaffee einnehmen konnten. Die meisten Flensburger haben den morgendlichen Stromausfall jedoch auch relativ gelassen gesehen. Ich habe erst aber gar nichts gemerkt vom Stromausfall, bis ich dann bei der Arbeit ankam und die Tür nicht aufgemacht wurde, weil die Klingel nicht gehört haben. Also es war schon ein bisschen umständlich heute und dann haben wir auch bei Kerzenschein gesessen und konnten ohne Laptops auch nicht so richtig was machen. Beim Aufstehen, nicht? Alles dunkel, nichts da, Handy leer, konnte ich nicht aufladen und dann musste ich mit einer kleinen Kerze zurechtkommen. Nee, aber es ging auch. Man ist schön abhängig. Nee. Entschleunigt einen aber auch, ist auch schön.